Willkommen. Diese Mindmap gibt Antwort auf mehrere mögliche Prüfungsfragen. Zum Beispiel: Grenzen Sie den Business Angel von dem Venture Kapitalisten ab? Oder aber die Frage könnte auch lauten: Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden? Das sind ja typische Prüfungsfragen und diese Mindmap liefert die Antworten. Zunächst einmal die Begriffe. Da haben wir zunächst mal den Business Angel und das übersetzen wir eigentlich einfach, das ist der Unternehmensengel beziehungsweise der Angel Investor. So, was das jetzt genau bedeutet, müssen wir natürlich noch klären. Das wird aber deutlich, wenn wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Und dann haben wir den Venture Capitalist. Und das ist der Risikokapitalgeber. So, wir sehen also schon mal aus diesen Begriffen, wir sind im Bereich der Unternehmen, wir sind im Bereich der Investitionen, wir sind im Bereich der Finanzierung dieser Investitionen. Es ist die Frage, wie kann ein Unternehmen an Geld kommen und vielleicht auch noch an mehr, das es braucht, um zu wachsen? Ja, das ist die Grundfrage. Grundfrage, und das ist eine Gemeinsamkeit, wie komme ich als Unternehmen, als vielversprechendes Unternehmen mit einem guten Konzept, mit einem Proof of Concept, wie man das so auf Neudeutsch schön sagt, also einem Konzept, das bereits den Beweis angetreten hat, dass es funktioniert, wie komme ich an Geld? Und wenn wir uns gleich die Unterschiede anschauen, dann werden wir sehen, der Business Angel bietet durchaus noch mehr als Geld. Aber das ist die Grundfrage, das ist sozusagen eine Gemeinsamkeit, denn sowohl vom Business Angel wie vom Venture Capitalist kann man Geld bekommen. Kommen wir zu einer Abgrenzung. Schauen wir uns mal den Status an dieser beiden. Einmal haben wir den Business Angel, kürze ich aber jetzt mit BA ab. Der Business Angel ist oft ein Einzelner. Und der Venture Capitalist, kürze ich ab jetzt ab mit VC, ist in der Regel ein Unternehmen. Ja, durchaus lassen sich hier Gegenbeispiele auftreiben, wahrscheinlich in beide Richtungen, aber mehrheitlich ist der Business Angel eher ein Einzelner und Venture Capital, das sind in der Regel Venture Capital Unternehmen. So, was wird investiert? Also die Investition, die der Business Angel bzw. der Venture Capitalist leistet. Da haben wir einmal Business Angel. Der Business Angel gibt Geld, Know-how und Kontakte, damit sind Wirtschaftskontakte gemeint, aus seinem Netzwerk, aus dem Netzwerk dieses Business Angels, liefert er oft hilfreiche Kontakte, die dem jungen Unternehmen, das er unterstützt, weiterhelfen. Das ist hier gemeint. Und die Investition des Venture Capitalist ist ausschließlich Geld. Hier haben wir also eine Gemeinsamkeit und einen wesentlichen Unterschied. Man könnte also sagen, beim Business Angel ist Geld plus Know-how und Kontakte und beim Venture Capital ist es nur Geld. Das Geld ist die Gemeinsamkeit. Der Unterschied liegt hier in Know-how und Kontakten, die der Business Angel liefert, aber der Venture Capitalist nicht. Die nächste Frage ist, wann? Wann kümmert man sich um einen Business Angel als Unternehmen? Wann kümmert man sich um einen Venture Capitalisten? Also beim Business Angel ist das in der Regel sehr früh. Das Unternehmen ist noch sehr im Anfangsstadium. Und beim Venture Capitalist
ist es auf jeden Fall später, wenn das Konzept ausgereifter ist, wenn der Proof of Concept auch in einem größeren Rahmen erbracht ist. Also nochmal, Proof of Concept bedeutet, das Unternehmenskonzept funktioniert. Ne? Und wenn das in einem größeren Rahmen erbracht ist und wenn da auch eine Fantasie drin ist im Sinne von Börsengang, ja, Venture Capital hängt oft zusammen mit Börsengang, um das Unternehmen dann zu verkaufen. Denn wenn man an die Börse geht, macht man nichts anderes, als das Unternehmen zu verkaufen, aber trotzdem noch in gewisser Weise die Kontrolle zu behalten. Und das ist bei Venture Capital vielleicht eher ausgeprägt, dass man nahezu zwingend Richtung Börsengang denkt. Beim Business Angel ist es nicht unbedingt der Fall. Das kann man so in einem Nebensatz in der mündlichen Prüfung auch noch anbringen. Ich will das hier nicht als einzelnen Punkt aufführen. So, dann nächsten Punkt, wichtiger Punkt, um einen Unterschied klar zu machen, das ist die Betreuung. Und da sehen wir tatsächlich beim Business Angel ja. Der Business Angel bringt sein Know-how, wir haben es hier irgendwo aufgeführt, da ist es, sein Know-how ein. Das bedeutet, er betreut. Und Venture Capitalist, nein, der gibt Geld und erwartet Rendite, und zwar sehr knallhart. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, das ist sehr knallhart. Und eine Betreuung in dem Sinne wäre hier tatsächlich ein Ausnahmefall. Wie gesagt, auch hier lässt sich wahrscheinlich ein Gegenbeispiel auftreiben, aber die Regel ist es nicht. Der Venture Capitalist gibt das Geld, will die Rendite, will den Börsengang, will den Verkauf des Unternehmens zu einem sehr attraktiven Preis. Das ist seine Fantasie, das ist seine Motivation. Und dass er das Unternehmen auf dem Weg dahin betreut, muss man eher verneinen. Beim Business Angel hat die Betreuung sogar einen Namen. Man nennt das nämlich dann den Business Coach. Ja, ein Business Coach ist ein Business Angel, der seine Betreuungsarbeit macht. Das ist dann Business Coaching. Das ist genau dieser Transfer von Know-how und auch das Herstellen der Kontakte und so weiter. Und noch ein Unterschied: die Geldsumme. Man kann sagen tendenziell, dass das beim Business Angel die Geldsumme eher kleiner ist und beim Venture Capitalist eher größer. Venture Capital arbeitet in größeren Dimensionen. Wie gesagt, es geht um den Börsengang und allein um an einer Börse zugelassen zu werden, braucht man zum Beispiel einen gewissen Mindestumsatz. Ja, das ist durchaus je nach Börse unterschiedlich, aber da gibt es Schwellenwerte, die man überwinden muss und das bedeutet schon, dass man ein größeres Rad drehen muss. Beim Business Angel ist das nicht ausgeschlossen. Aber tendenziell, mehrheitlich überwiegend, bewegt er sich eher in kleineren Dimensionen, auch was die investierte Geldsumme angeht und auch was die Ziele angeht. So, damit haben wir Material, um Fragen zu beantworten, die ich gerade genannt habe. Ja, grenzen Sie Business Angel und Venture Capitalist voneinander ab. Da ist es gut, wenn man Abgrenzungskriterien hat. Das ist das Handwerkszeug. Wenn die Frage lautet, grenzen Sie A von B ab, dann braucht man Abgrenzungskriterien. Hier sind sie. Ja, Status, Investition, der Zeitpunkt, die Betreuung und die Geldsumme. Und es ist gut, wenn man irgendwie gefragt wird, grenzen Sie A von B ab, dass man überlegt, im Sinne dieser Kriterien, welche Kriterien könnten das denn sein? Statt Status könnte man hier auch sagen, vielleicht Rechtsform, ja. Die Rechtsform könnte also ein Abgrenzungskriterium sein, egal wie die Frage lautet.
Ja, Investition ist natürlich eher hier auf diese Grundfrage bezogen. Das mag bei anderen Abgrenzungen anders sein. Aber Zeitpunkt ist auch etwas, was man wahrscheinlich allgemein verwenden kann. Ja, die Frage, wann? Okay, so, dann könnte die Frage auch lauten, nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten liegen in der Grundfrage. Aus Sicht des Unternehmens ist die Frage, wie komme ich an Geld? Und da sind auf jeden Fall der Business Angel und der Venture Capitalist beides Ansprechpartner mit unterschiedlichen Ausrichtungen, wie wir gesehen haben. Aber das ist eine Gemeinsamkeit. Eine zweite Gemeinsamkeit liegt hier, beide investieren Geld. Ein Unterschied liegt hier im Know-how und den Kontakten, die der Business Angel zur Verfügung stellt, die der Venture Capitalist nicht zur Verfügung stellt. So, ansonsten sehen wir eher Unterschiede. Wir haben also zwei Gemeinsamkeiten. Und darüber hinaus eine Menge Unterschiede im Zeitpunkt, in der Betreuung und in der Geldsumme. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.